Die Frage, die sich stellt, ist immer, was ist wichtiger, Grundlagenwissen oder Anwenderwissen? Und dann kann ich immer nur sagen, ein Kind, das perfekt ein Handy bedienen kann, hat überhaupt keine Ahnung von den Grundlagen. Das ist dazu auch nicht wichtig. Aber ihr müsst irgendwann nochmal die Seiten wechseln. Und auch hier gilt, die einfachsten Sachen ist immer noch angesprochen. Da ist immer noch Schichten dahinter. Wenn ich jetzt mit dem Holger gerade zum Beispiel, ich spreche Sachen an, also das wäre noch wichtig, das wäre wichtig. Es ist alles wichtig, wenn du die Heiligkeit verstehen willst. Und du schießt dir durch diese vorabgestimmte Meinung immer wieder, haust du dir selber die Tür zu. Und du kriegst es nicht mit. Und ich merke jetzt, selbst bei Leuten, ich will jetzt keine Namen nennen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, das Schwammbeispiel, hör, jetzt erzählt er wieder dasselbe. Und wenn ich dann tiefer gehe, selbst jetzt beim Holger gerade, war beim Fahren, weil ich kurz daheim war, ist die Sache mit dem Schwamm. Was ist der Schwamm? Was ist der Schwamminhalt? Und ich merke an den Äußerungen, bisschen weiter weg, so, näher hin, man muss ja bloß ein wenig lauter machen, man muss ja nicht so schreien. Du mal ein bisschen aufdrehen das Mikro. Dann ist es nämlich angenehmer, so besser. Gut. Es ist also definitiv so, dass ich immer nur sagen kann, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen, dass selbst der 13-Jährige erfolgen kann. Und wenn du neugierig bist, was ist jetzt eigentlich der Unterschied vom Schwamm? Dann sage ich zuerst einmal Schwamminhalt in dem raumzeitlichen Beispiel ist rein intellektuelles Wissen, das du aufsaugst von deiner Umgebung, wo du groß warst. Und dann ist halt einmal, wenn du hier dich vollsaugst auf der Seite, jetzt mach mir doch nicht, dass das Wissen von außen kommt. Und ich sage, raumzeitlich gedacht. In Wirklichkeit hast du einen Computer, da kommt ein Programm rein und das Video, einen Film anschaust oder ein Buch, da ist alles, was ist schon drauf. Du kriegst es auf einmal, weil es gibt ja bloß jetzt. Das ist einmal der Unterschied. Aber ich bleibe jetzt extra in dem Schwammbeispiel, weil euch das leichter ist zu denken. Und dann ist es halt, wenn du jetzt hier das Buch, das schon fertig ist, das du liest, aber wenn du dich vollsaugst, hast du eine gewisse Umgebung als 13-Jährigen und dann macht man sich immer Arschgeweih, dann will man unbedingt Arschgeweih haben zu einer gewissen Zeit. Insider wissen, was es ist, oder Zungenpiercing. Und wenn die Eltern sagen, kriegst du nicht, dann gibt es einen riesen Aufstand, weil die keine Ahnung haben. Altes Beispiel aus Almena. Und ich sage, jetzt drehen wir das einmal rum. Wir denken uns eine Zeit, wo das nicht ist, in Mode ist, bei jungen Leuten. Und die 14-Jährige kommt heim und der Vater sagt, pass auf, Tochter, wir fahren jetzt wohin und ich lasse dir Eisen durch die Zunge schießen. Es ist derselbe Mensch, aber jetzt wirst du mit was konfrontiert, wo du innerlich rebellierst, wo du mit einem anderen Schwamminhalt das unbedingt haben willst und dich aufregst, wenn die Eltern dir das nicht machen lassen. Ist schon ganz verrückt, das sind Sichtweisen. Und wenn ich jetzt sage, wir gehen an den Anfang, ich springe ja immer wieder zurück, jetzt wiederhole ich einmal was und ich sage euch, was ich nicht dazu gesagt habe. Ich sage, wenn du jetzt ein Arzt bist oder ein Professor bist und du hörst das, dann hast du den Eindruck, dass du gewaltig von mir abgewatscht wirst und du wirst ganz massiv reagieren. Und dann habe ich auch erklärt, dass das genau genommen, ich habe dich gar nicht abgewatscht. Ich sage immer wieder, ich werfe denen das nicht vor, die ich mir ausdenke, dass sie so sind, wie sie sind. Ich nehme alle Schuld auf mich. Du watschst dich selber ab, das macht dein Ego, weil du beleidigt bist. Ich habe das ja dann richtig gestellt, jetzt nochmal. Die Schwierigkeit, das kriegt ihr nochmal mit, weil der in der Regel dann, sobald die Stelle kommt, abschaltet. Wenn er das Video anhört. Das heißt, er kann aber sein Leben nicht abschalten, sondern du hast Entscheidungsspur, du kannst dir was weiterhören und deine Logik sagt, das höre ich mir jetzt bis zu Ende an oder die sagt, das höre ich mir nicht zu Ende an und das ist wie das Autobahnbeispiel. Könnt ihr ungefähr folgen, was ich sage? Das ist wie das Autobahnbeispiel. Es ist egal, ob du rechts oder links fährst beim Videospiel. Das, was dann kommt, muss ja beides unten drauf sein. Du siehst bloß das, was du dir mit deinen Entscheidungen rausholst. Mir ist das vollkommen bewusst. Das heißt, er schmeißt sich selber raus. Er wird das Leben zu Ende leben, nochmal ein Buch lesen, unbewusst. Dann tauche ich wieder irgendwie auf und nochmal schauen, ob er dann ein bisschen Geduld hat und wirklich zuhört. Jetzt habe ich schon überlegt, ich könnte ja Folgendes machen. Ich will ja möglichst viel und das möglichst leicht machen. Ich kann ja die Erklärung gleich am Anfang machen, dass er nicht abschaltet. Du wirst aber feststellen, das funktioniert nicht. Das ist ungefähr so, wenn ich ein Glas runterschmeiße und es zerspringt. Ich kann nicht von einem zersprungenen Glas reden, dass ich von einem zersprungenen Glas rede, bevor es zersprungen ist. Und das Zerspringen ist deine Reaktion. Weil du das wirklich am Leib erleben musst. Und der Schwamm selber
Ich sage es nochmal ganz einfach, der Schwamm hat mit dem Schwamminhalt nichts zu tun, das ist aber auch eine tiefer liegende Struktur. Das heißt, wenn ich jetzt das Baby nehme und ich lasse dich in Indien oder sonst wo aufwachsen, dann wirst du einen anderen Sprache sprechen, einen anderen Glauben haben, andere Sachen, was man isst, was man nicht isst. Was aber ist, der Schwamm, diese, jetzt muss ich materialistisch logisch werden, diese genetische Struktur, wenn du als 14-Jähriger in den Spiegel reinschaust, dann wirst du genau den 14-Jährigen sehen, egal wo du bist, es bleibt immer der gleiche, weil der Schwamm, das Baby ja das gleiche ist. Das heißt, du wirst dann entweder Mädchen oder Junge sein, was du dir ausdenkst, du wirst blond sein oder dunkelhaarig sein. Das heißt, du siehst in jedem Fall, egal wo du groß wirst, wenn du als 30-Jähriger in den Spiegel schaust, genau den selben, auf den nackten Körper bezogen, denselben 30-Jährigen. Der Schwamminhalt macht jetzt, was du sprichst, was du denkst, wie du dich vielleicht ansiehst. Aber der nackte Körper, das ist der Schwamm. Das geht sogar noch tiefer, habe ich gerade gesagt. Wenn ich Bekannte habe, ich mache immer das Beispiel, Namen sind uninteressant, ehemaliger alter Freund von mir hat eine Tochter gehabt und wenn die Kleine gelaufen ist, die hat hinten den Fuß so rausgeschmissen. Einen ganz eigenartigen Laufstil. Wenn du ihn hinterher geschaut hast, der ist genauso gelaufen. Das ist immer, der hat es nicht gestohlen, das Aussehen. Es geht ja nicht nur ums Aussehen, wenn man sagt, Mensch, der sieht aus wie seine Mutter oder wie der Vater. Das sind auch gewisse Charakterzüge. Meine Mutter hat immer gesagt, der hat es nicht gestohlen. Nicht in Bezug auf mich. Und das ist eigentlich, das ist das Entscheidende, du suchst ja gar nichts raus. Und darum sind diese Selbsterkenntnisse, gerade jetzt die Weisheiten, schon auf der Metaebene, Entschuldigung, auf dieser normalen Ebene der Bibel, wenn du in die Metapherebene gehst. Ich habe den Lot angesprochen. Bei dem Lot gibt es eine schöne Geschichte, vorneweg. Das ist ja Sodom und Gomorra, der muss dann raus. Die Welt wird vernichtet, ich sage mal, diese Sodom, das wird wieder vernichtet, das ist jetzt Sodom und Gomorra, das ist es Überlebens gar nicht würdig. Die ausgedachten Figuren sind schlichtweg und einfach nicht brauchbar. Keine Perlen vor die Säue werfen, darum interessieren die mich nicht. Es ist also hier, das klingt jetzt so grausam. Und da wird natürlich, wie dieses aufkommt, wird natürlich reklamiert. Und dann sagt hier der Abraham, das sind an zwei verschiedenen Stellen, kann man das nachlesen, sagte, du kannst doch nicht hier, ich sage jetzt einfach mit Millionen von Menschen, so 7 Milliarden Menschen vernichten, nur weil da einige böse sind, die sind ja nicht alle böse. Und dann sage ich, ja, ist in Ordnung, aber was hast du für eine Vorstellung, willst du das nicht meine Gebote halten? Bring mir 50. Das ist übrigens ein wörtlicher Dialog. Bring mir 50 Mann, wenn du mir 50 Mann bringst, dann lasse ich alle leben. Jetzt überlegt er, wer das von seinen ganzen Bekannten, die er kennt, wie er ihn da bringen könnte und stellt fest, du 50 bringe ich nicht zusammen. Das hat er sofort gemerkt. Und dann sagt er, pass auf, wenn ich dir 40 bringe. Jetzt will er schachern. Wenn ich dir 40 bringe, das sind 10 weniger, dann würdest du, welche diesen 10, die ich nicht zusammenbringe, würdest du Millionen von Menschen umbringen. Meine moderne Fassung. Und dann sage ich, okay, bring mal 30. Das geht dann runter auf 5. Und er stellt fest, er kriegt nicht einmal 5. Und ich sage dir jetzt, du bringst zur Zeit, ich klammer jetzt vor Udo aus, nicht einen einzigen zusammen. Nicht einen. Was fordere ich? Liebe deine Feinde? Liebe deine Feinde heißt einfach, akzeptiere jeden Charakter, wie er ist. Wobei man jetzt wissen muss, liebe deine Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde, im Hebräisch, auf Hebräisch geschrieben, wird es komplett als zeigengleich geschrieben, bloß das Wort Feind und Nächster wird anders ausgesprochen. Es ist dieselbe Zeichenkette, also anders vokalisiert. Das ist Ra. Dieses Liebe den Nächsten, da steht für den Nächsten Ra und die Schlechtigkeit, die Bosheit ist auch Ra. R 200 und das A ist eine 70. Das heißt ein berechneter Augenblick. Mit der Rot-Blau-Tabelle, wenn ich das lese, kann ich sofort sagen, liebe jeden Augenblick, den du selber berechnest, weil es eine Facette ist, ist zumindest etwas, was aus einem Programm, das zum Heiligen Ganzen gehört, erzeugt wird. Jetzt sind wir wieder ganz abstrakt. Du musst einen einzigen finden und den findest du nicht, aber du kannst einen einzigen verändern, nur einen einzigen. Die Veränderung aber wieder daran denken, heißt nicht, dass das, was du jetzt hast, weggehen muss, sondern vervollkommnen. Alles, was du hast, gehört auch zum Heiligen Ganzen. Darum habe ich noch nie versucht, irgendjemanden, den ich mir ausdenke, zu verändern. Ich versuche euch zu vervollkommnen. Jetzt pass auf, jetzt bringe ich ein schönes Beispiel, dass ihr das fassen könnt. Das ist, ihr hört es und es rauscht durch. Willst du deine Welt verändern?
dann verändere zuerst einmal dein Land. Willst du dein Land verändern? Jetzt kommen wir in einen Bereich, der überschaubar ist, dann verändere deine Familie. Verändere deinen Schwager. Marion. Heinzel. Könnte ich immer wieder, egal was, Familie, wenn größer gesteckt, wirst du feststellen, da gibt es so viel, wie man so schön sagt, schwarze Stoffe oder unverbesserliche, da könntest du reden, so viel du willst, hast überhaupt keine Chance. Jetzt pass auf, wenn du jetzt das begreifst, dann wirst du merken, da muss ich immer anfangen, mich zu verändern. Gut, ich werde jetzt zeigen, wie du Freude kriegst. Wenn du jetzt anfängst, dich zu verändern, dann wird dir, wenn du wirklich das bewusst machst, du feststellen, dass es dir fast nicht gelingt, fast eine Unmöglichkeit ist, dich zu verändern. Ich bringe mal ein Beispiel. Du fährst mit dem Auto rückwärts und dann macht es Krach und du fährst dir einen riesen Schlanz an Kratzer in das Auto rein. Die Veränderung besteht darin, dass du dich nicht ärgerst, sondern darüber lächelst. Beobachte dich, wenn jetzt das wirklich passiert und nachher schau, jetzt weißt du, um was es geht. Gut, jetzt geh raus und mach das einmal. Jetzt kann ich noch sagen, Kaufmannsdenken wäre jetzt gut, mache ich doch Buff, Klirr, ha, ha, ha. Nein, ich meine jetzt, dass du das magst, wenn du das unbewusst den Kracher erlebst und dann aussteigst, weil das ist ja schon wieder Kauf, das ist ja schon wieder die Abraham-Geschichte, schlachte deinen Sohn, den ich erklärt habe. Oder dir fällt aus dem Nichts, wieso auch immer, eine Zukunftssang an und du scheißt dir nicht mehr in die Hose, weil du ja angeblich verstanden hast, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Morgen wird nichts passieren. Du wirst trotzdem panische Angst haben. Und das ist das, was du zu verändern hast. Du könntest zum Beispiel, wenn du einen Kratzer ins Auto reinfährst, könntest du dir bewusst machen, dass du jetzt in dem Moment was erschaffen hast und sagst, boah, klasse, ich habe das jetzt erschaffen, ich freue mich drüber, du könntest lachen. Das wären nur die Tränen der Perspektive. Aber was mir jetzt wichtig ist, du wirst lachen, wenn du merkst, dass du das nahezu nicht zustande bringst, dich selber zu verändern, wirst du trotzdem lachen. Und zwar deshalb, weil dir plötzlich bewusst wird, wie blöd du vorher warst, wie du glaubt hast, du könntest die Familie oder gar Deutschland verändern. Dass dir plötzlich bewusst wird, was das für Idioten sind, dass das überhaupt nicht möglich ist, die sollten nochmal bei sich selber anfangen. Dass du zuhörst, dass ich immer wieder sage, das Wertvollste, was ihr habt, sind Sprichwörter und Märchengeschichten. Alles ist Märchengeschichte. Hitler ist eine Märchengeschichte. Jesus ist eine Märchengeschichte. Einstein. Es gibt nur Märchen und in den Märchen sind nicht die Figuren wichtig, sondern das, was da drin passiert. Und es tauscht sich aus. Die Figuren sind wirklich nicht wichtig. Und wenn ich Sprichwörter sage, das habe ich euch oft gesagt, hör genau zu. Ein Sprichwort, das sehr viel Weisheit beinhaltet, ist, alle, die reden, die wissen nicht. Und alle, die wissen, die reden nicht. Und jetzt muss euch irgendwann mal ins Klar machen, ist ein klares Zeichen, dass der Brösel Udo, den du dir jetzt ausdenkst, überhaupt keine Ahnung hat. Weil der redet oder sowas. Der redet, so wenig Ahnung kann man ja überhaupt nicht haben. Aber der Witz ist, der in seinem Reden erklärt euch laufend, dass er selber überhaupt nichts weiß. Ich weiß. Ich rede aber nicht. Ich lasse ihn Udo für mich reden. Ich sitze einfach bloß still da und höre mir das Gesabbere von ihm an. Aber bist das nicht du? Aber weißt du wirklich schon? Das ist das, was man verstehen muss. Es ist nicht immer mit dem Finger die Schuld auf sich selber nehmen, zu begreifen, ich muss der Erste sein. Und dann kriegst du so viele Leben, wo ich gerade hier immer wieder die Lichter aufgehen, wenn ich mit Leuten rede, so in kleinen Schritten. Und ich sage hier, ich habe keine Vorstellung, um was es geht. Wenn jetzt, ich schmeiße mal einen Roman rein. Und ich sage jetzt mal, was ich Bücherregal nenne. Die Bücher sind die Seiten. Und einige von euch weiß ich, die haben in Ansätzen noch den B-Mann Stein und Flöte im Hinterkopf. Einfach nur ein Märchenbuch, aber ein Märchen für Erwachsene. Ist komplettes Holo-Feeling. Nur natürlich in Metaphern, knapp 1000 Seiten. Ein Leben, dein jetziges Leben ist eine Seite davon. Und wenn ich dir jetzt eine einzige Seite lesen lasse, weißt du von dem Roman überhaupt nichts. Du musst dich langsam, ob du willst oder nicht, ich benutze mal das Wort seelisch, darauf einstellen, dass du selber ewig bist. Und ich sage jetzt nochmal, was für ein Wort willst du haben, was für dich wirkt? Ich garantiere dir, was auch immer ich bin, du wirst von deinem, das, was du bisher Tod genannt hast, die Auflösung, wirst du so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Nichts. Du magst immer noch das Spiel, dass du meinst, du bist da entstanden und sobald du eine Seite setzt, entsteht die nächste Seite.
Und du musst deine Vergangenheit verändern. Also das Erste ist, du wurdest niemals in der Vergangenheit geboren, sondern diese Vergangenheit, dieses Aufbauen eines Trockennasenaffenweibchens, das ein Baby rausquetscht, der kleine Säugetier, das sterblich ist, das du dir jetzt denkst. Das ist wie in einem Programm, eine Datei, was kann der Computer dagegen machen, wenn ich jetzt das da reingebe, dann baut er die Bilder auf. Und ich sage, dieser Computer symbolisiert den träumenden Geist. Der konnte sich seine Programme nicht raussuchen, er kann sich die Bilder nicht raussuchen, die aus den Programmen generiert. Das sind so unendlich tiefe, aber extrem einfach zu verstehende Beispiele. Du bist der, der sich's anschaut, was du selber machst. Drum bist du auch nicht der träumende Geist. Jetzt gehe ich einmal rein, wie das aussieht in den Offenbarungen. Ich schaue mir mal ganz, ganz gewissenhaft in einer relativ einfachen Sprache Holofeeling für Neugierige an. Und da kommen die ganzen Kritiken, was eine behaupten, der bildet sich ja ein, der ist Gott, dieser Udo Petscher. Na so, ich zeige mir, wo der steht. Um das zu erklären, müssen wir jetzt erst einmal uns genau definieren, was ich unter dem Wort Gott verstehe. Und wenn ich jetzt unter dem Wort Gott zum Beispiel im klassischen Sinn einen Schöpfer, einen Erzeuger verstehe, dann muss jetzt erst einmal klar sein, dass das, was du jetzt siehst, diese Offenbarungen, in dem Moment, wo du die siehst, ist es einfach, ich bleibe mal wieder auf dem Monitor, wir bleiben mal gedruckterweise, Prinzip ist gleich ein Backen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Und wenn du sagst, dieses hat Udo Petscher gemacht, so ich nehme das Wort Drucker. Der Drucker ist wie ein Kugelschreiber. Das wurde mit Sicherheit, das, was du geschrieben siehst, wurde mit Sicherheit von einem Drucker gedruckt, wenn es ein Papier ist, oder von einem Programm erzeugt. Da kannst du wieder sagen, ja, aber das, jetzt haben wir einen Kugelschreiber, schreibt ein Gedicht. Er bringt das, die Farbe aufs Papier. Wenn ich das Schreiben nenne, ist das in Ordnung. Aber bei Schreiben und der schreibt was, verstehe ich ja nicht die Farbe aufs Papier bringen, sondern dass der die Anordnung bestimmt. Und das bestimmt der Kugelschreiber nicht. Das macht die Hand, die ihn führt. Also die Hand schreibt ein Gedicht, aber die hängt dahinter an einen Menschen dran, das macht der Mensch. Und der Mensch wiederum, was macht er, wenn ihm nichts einfällt? Und da habe ich bei unserem Rainer ein Fedor gehabt, das war bei unserem ersten Zusammentreffen, wo ich dann immer noch, der war ja Goethe-Fan ohne Ende, dass ich sage, jetzt mal Goethe, weiß ich natürlich nur aus das Buch heraus, wenn ich jetzt Goethe kenne, der war sehr schreibvoll, der hat irgendwann einmal einen Sekretär gehabt, das, man sagt, dass ein Großteil der ganzen Schriften hat er nur diktiert. Jetzt hängt sich plötzlich zwischen den Menschen, der von einem Geist inspiriert wird, und da, wo die Hand dran hängt, schiebt sich jetzt nochmal eine Zwischenstufe rein, sein Sekretär, den er das nur diktiert hat. Aber was dann natürlich ganz krass war, du kennst die Geschichte wahrscheinlich, weil er Goethe-Fan war ohne Ende. Und du kannst jetzt ja nachschauen, was ist von Goethe alles. Und wenn du jetzt schaust, was man Goethe zuspricht, was er geschrieben hat angeblich, und dann hat er ja noch eine über 6000-bändige Privatbibliothek gehabt, und dann hat er noch Reisen, Rom, seine Romzeit und so weiter, Naturwissenschaft betrieben, und dann schaue ich, wie alt der Mann ist, und dann habe ich mir nur die Mühe gemacht, habe ich zum einen Vortrag in Deisendorf, könnt ihr anhören, ist irgendwo im Internet. Da habe ich die Zahlen, die habe ich nicht mehr parat. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viele Seiten ist das meistens nicht würdig, aber das kannst du danach. Was da offiziell angegeben wird, und da habe ich mir nur die Mühe gemacht, das aufs Lebensalter gemacht, und dann sage ich so ganz schlichtweg und einfach, der müsste ja rein theoretisch wirklich jeden Tag buschikos müsste der 300 Seiten diktiert haben. Ich sage jetzt das einfach so. Aber wann hat er dann seine Reisen nach Rom gemacht? Hat er da in der Boschkutsche, das nächste ist ja nicht so wie heute, dass ich mich ins Flugzeug setze und ins Auto schnell da mal runterrausche. Das war ja damals ein Akt, der mehrere Tage gedauert hat. Oder nach England und dann seine naturwissenschaftlichen Forschungen. Und rein, was angeblich Goethe geschrieben hat, also diktiert hat oder geschrieben hat, spielt keine Rolle. Würde er fordern, dass er ab dem 18. Lebensjahr buschikos hier 300 Seiten rausgehauen hat. Jetzt frage ich mich natürlich, wann hat er dann die 6000 Bücher gelesen, die in der Bibliothek stehen hat? Und dann ist Rainer natürlich, mein Professor ist total stutzig geworden, den Tag drauf haben wir uns getroffen, hat er recherchiert. Und dann hat er festgestellt, dass ich gelogen habe. Dass das nicht ganz hinhaut, sage ich, aber darum geht's gar nicht. Und er meint jetzt, der deckt mich auf. Es sind keine 300 Seiten, sondern bloß 180 oder 200 Seiten am Tag. Das wäre eventuell möglich. Ich sage, du hast das Prinzip nicht verstanden, aber was ist? Das ist gar nicht die Geschichte. Wie er mir dann feststellt, dass das nicht stimmt, was ich gesagt habe, lächle ich ihn an, und da hat er gar nicht damit gerechnet, und gesagt, endlich einmal einer, der überprüft, ob das stimmt, was ich sage.
Es war ja dann immer noch richtig im Prinzip, er hat sich dann bloß aufgeregt, weil die Zahlen, wo ich genannt habe, nicht stimmen. Da habe ich übrigens im Bleinfeld-Vortrag das letzte Mal hier in dem Raum beim letzten Vortrag auch gelogen. Aber in die andere Richtung, unbewusst. Da habe ich untertrieben. Das ist die Sache mit, die DNA ist so unvorstellbar klein, bla 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 bla. Schauen wir mal nach, wie die DNA aufgebaut ist. Und da habe ich im letzten Vortrag, wenn er nachschaut, habe ich gesagt, das hat die Speicherkapazität von 100 Telefonbüchern aus 1000 Seiten. Und da muss ich sagen, von dem Professor, wo ich das aus dem Buch raus habe, der das erzählt, der schreibt 200 Telefonbücher aus 1000 Seiten. Da habe ich halt einmal eine andere Seite ein bisschen mich verhaut. Aber es geht mir ums Prinzip, nicht um die Worte. So. Und jetzt schauen wir mal, wie wir weitermachen. Das hören wir uns noch schnell an. Da waren wir ja gerade bei den Buchstaben. Ihr könnt euch erinnern. Ich weiß nicht, haben wir denn, wir können ja das jetzt natürlich hier auch, was wir mit den Buchstaben gemacht haben. Wir lassen das jetzt einmal, ist spaßig. Es geht nur, es ist eine Maschine. Das ist eine Maschinenübersetzer, Cleverbot. Du bist nichts anders. Du interpretierst mit deinem blauen Ich, das große blaue Ich, sage ich, ist das, was ich Mensch nenne, steht für ein Konstrukt, Wert und Interpretationssystem. Darum sage ich, du hörst jetzt Geräusche und du wirst aus den Geräuschen Vorstellungen generieren, und zwar in Maßsetzung deines Intellekts, den du zum Denken benutzt. Das macht die Maschine, macht nichts anders. Wenn ich jetzt ein Englisch-Intellekt habe und ich bin mit der Muttersprache Englisch, kann natürlich nie einer sein, außer ich denke mir einen aus, weil das eigentliche Vatersprache ist wichtig und Muttersprachen sind schon vergängliche Erscheinungen. Die Mutter ist ja immer das Weibliche, sprich die Traumwelt. Da gibt es dann Englisch und Deutsch. Dann ist das normale Deutsch ohne Vatersprache, das deutliche Deutsch, das euch was verdeutscht, ist nicht das Deutsch, das Deutsche sprechen, wenn sie die Vatersprache nicht kennen. Dann ist auch Deutsch eine Muttersprache. Kann ich jetzt sagen, ich lerne dabei Englisch und dann habe ich natürlich hier in dem Schwamm diese Mechanismen drin und dann klingt es ja so. Ein bewusster Geist, wir jetzt deine zeitliche Abfolge von Geräuschen konfrontiert. Jedes dieser Geräusch wir jetzt von einem geheimnisvollen Geist wahrgenommen. Gut. Beim Durchdenken dieser. Das sparen wir uns, aber passt doch mal auf, was jetzt passiert. Jetzt mache ich hier wieder einen Sex in die Stimme rein. Ein bewusster Geist, wir jetzt deine zeitliche Abfolge von Geräuschen konfrontiert. Jedes Geräusch, das wir jetzt von einem geheimnisvollen Geist wahrgenommen. Beim Durchdenken dieser Buchstaben entstehen momentan Geräusche in einem wahrnehmenden Bewusstsein, beacht er handelt sich um verschiedene. So, und jetzt, was jetzt hier der Witz ist, dass du dir klar machen musst, wenn du jetzt französisch muttersprachlich aufwächst, dann wirst du diese Buchstaben, wenn du das siehst, wirst du genau so aussprechen. Weil die Zeichen selber, merkt man jetzt schon, können anders ausgesprochen werden. Was wir jetzt machen, wir sind neugierige Kinder, warum ist das so? Jetzt mache ich natürlich hier mal den Sprung. Wir machen wieder Sprache. Und jetzt machen wir das ganz kurz für euch einmal Chinesisch. Jetzt ist natürlich schon die Frage, ist es jetzt Mandarin, ist es Kantonesisch, ist das ganze Zeug, habe ich so oft gesagt, wenn wir in China sind, für welche, die wirklich das erste Mal hören, weil ich sehr, sehr viel in Asien zu tun hatte, geschäftlich, und da hatte ich hier einen Holländer und der konnte fließend Mandarin und fließend Kantonesisch reden. Aber es war wirklich für mich ein Genuss, fließend. Aber er konnte, was er nicht konnte, er konnte seinen Rudi Carrell-Akzent nicht einmal, wenn er Chinesisch spricht, konnte er den ablegen. Du hast diesen Rudi Carrell rausgehört. Es ist so. Und die Sounds sind ganz anders, aber da habe ich auch schon viel drüber übersprochen. Auch Chinesisch wäre sowas verspannend. Passt auf. Wir hören uns das ganz kurz an. Das reicht, glaube ich. Jetzt kann man natürlich Arabisch machen. Was du nicht einstellen kannst, ist Hebräisch. Hebräisch hat keinen Ton. Das ist eigentlich Albanisch geht alles, wir können Koreanisch einstellen, aber Hebräisch geht's nicht. Jiddisch ist auch wieder einigermaßen machbar. Aber jetzt passt auf, was mir jetzt wichtig ist, dieses kleine Abschnitt, der jetzt ja sehr holofeeling ist,
Das, der Kern von Holofeeling, wo ich sage, die Zeit aufzulösen, wenn man weiß, um was es geht. Ich habe wirklich 3-4 Stunden braucht. Jetzt rede ich ganz normal zu Udo, weil ich wollte Folgendes. Ich habe Französisch gehabt, ich habe das übersetzt auf Französisch. Dann nehme ich das Französische. Das habe ich jetzt übrigens nur für den Vortrag gemacht. Das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Erklärt habe ich das schon vor 20 Jahren. Das Prinzip mit Übersetzungen, da hat es aber noch keinen Google-Übersetzer gegeben. Dass wenn du klassisch in den Sprachen was übersetzt, das dann von an dir die Muttersprachler rückübersetzen lässt, dann das wieder rückübersetzen lässt, zerfleddert es immer mehr. Und ich habe jetzt versucht, den Kontext, das habe ich gerade schon gesagt, den Kontext zu kriegen, dass ich hier bei der ersten Du-Geist, wenn ich jetzt, da mache ich ein bewusster Geist, dass das wegschmiert, dass das immer wieder andere, die in der Übersetzung, die das nicht mitkriegen, wir nehmen das dann und wir setzen es rüber und lassen das wieder auf Deutsch übersetzen. Okay? Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich markiere es jetzt. Ich will es nicht umdrehen. Ich stelle es mal extra da rein, dass man den Alten nicht weg, dass uns den nicht weghaut. Immer das im Hinterkopf haben. Moment. Das im Hinterkopf haben. Na, Entschuldigung. Nein, muss chinesisch. Das Bewusstsein steht nun von der Zeitreihe des Klangs. Ist so geiles Zeug, ne? Das Bewusstsein steht von der Zeitreihe des Klangs. Jedes dieser Geräusche wird jetzt vom mysteriösen Geist wahrgenommen. Das Durchdenken dieser Buchstabe erzeugt momentan Geräusche im wahrgenommenen Bewusstsein. Hinweis, es geht um verschiedene Stimmen, um verschiedene Wörter, verschiedene Klänge. Öffne deinen spirituellen Fokus. Wenn Sie geistgenau hinsehen, können Sie sehen, dass alle diese Wörter gleichzeitig sind. In einem bewussten Verstand gibt es nichts, eins nach dem anderen, absolut jetzt, alles ist gleiche Zeit, alle wahrgenommenen Dinge werden immer hier immer bemerkt, immer nur hier, im Meer. Hier, im Roten, hier, im Meer, in dem, der immer ist, das ist Elayo. Jetzt kann man natürlich das Chinesische, und jetzt ist es wie mit dem Sanskrit. Wohlgemerkt, ich habe 26.000 Seiten Sanskrit mit der Hand Wort für Wort in der ganzen Komplexität übersetzt, wie im Udo-Leben. Da habe ich nach 6.000 Seiten so die Schnauze voll gehabt, da habe ich gesagt, das stehst jetzt durch, die anderen, die rennen durch die Wüste. Ich sage, da musst du auch durch. Ich mache jetzt eine raumzeitliche Geschichte für euch, weil das schon wieder Vergangenheit ist, die es niemals gegeben hat. Und jetzt ist es ja so, dass wirklich jede Sprache, wir können uns jetzt hinsetzen eine Woche und erkläre ich euch, wie die chinesische Schrift aufgebaut ist. Das ist ja ganz andere Schrift wie jetzt unseres. Oder wir können dann reingehen ins Japanische, das ist wieder ein anderes System, weil das sind erst einmal Zeichensysteme im Japanischen. Die japanischen Schriftzeichen sehen für Deutsche ganz gleich aus, aber das ist eigentlich eine normale Schrift, bloß denn ihre Schriftzeichen sind Silben. Was wir Buchstaben haben, sind bei den Japanern Silben. Was wir Silben nennen, ist ein Schriftzeichen. Sanskrit arbeitet wieder ganz anders. Mit 49 Zeichen. Und wenn die sind alle, das ist wie das Bild, das wir haben. Ich sage, wir schauen uns ein YouTube-Video an und das ist immer dasselbe YouTube-Video. Im Hintergrund kann man komplett andere Dateien laufen lassen. Wenn ein verbindender Parameter da ist, kannst du das, was anders ist, wenn das von dem ein Gleiches hat. Und du bist der verbindende Parameter für alle Glaubenssysteme, für die Marokkaner, genauso wie für Franzosen, was die Länder anbelangt, für Moslems, genauso wie für Christen, für Hindus, für Atheisten, weil du dir die ausdenkst. Du kannst es nur über diesen verbindenden Parameter verstehen lernen. Das hast du über dich selber, also Mensch erkennt dich selbst. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, das ist schon ein Programm, weil jetzt sind wir schon beim Enosch. Gut? Jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns nur für euch, da muss ich mal ganz, aber ganz kurz nur. Du wirst dich wundern, dass die Übersetzungen dann schon sehr vage waren. Das ist jetzt ein moderneres System. Jetzt gehen wir rein und mal ganz kurz rein. Das hat es übrigens lange Zeit nicht gegeben. Jetzt ist es wieder online. Das war über Jahre war das nicht mehr zu greifen, was mich sehr geärgert hat, wenn ich was erklärt habe, weil das ist nämlich wirklich super. Die Seite, zumindest ansatzweise, ich habe jetzt nur die erste Zeile genommen. Ihr erinnert euch, dieses Stück. Das Bewusstsein steht nun vor der Zeitreihe des Klangs. Und jetzt lassen wir mal diese Zeichen übersetzen und da kann man ganz tief reingehen, aber nicht weit genug tief, weil die Einzelaufschlüsselungen sind noch nicht drin, die könnte ich euch aber extra zeigen, da brauchen wir andere Bücher. Das sind jetzt diese Zeichen, die waren nacheinander durchgegangen, das heißt bewusst,
Subpartikel, Attribut, Chef, Führer, Kopf. Jetzt heutzutage vor etwas stehen, mit etwas konfrontiert sein, deutlich verfassen, zeigen, Schallstimme, Ton, Geräusch, Zeitreihenanalyse. Jetzt müssten wir hier jedes Zeichen, wenn du hochschiebst, wie kommen die jetzt da drauf? Jedes dieser Zeichen, das sind immer zwei, jedes dieser Zeichen einzeln anschauen. Das kann der auch noch. Wir können jetzt hier Zeichen zum Beispiel holen. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt weiß, wenn ich das ganze Gesocks wegmache hier, nur dieses, das hier, das ist Ren, das ist der Mensch. Das heißt Mensch. Da ist noch viel drumherum, da merke ich schon, ist, beim Kopf ist der Mensch mit dabei und die Dinger drumherum haben wieder Einzelzeichen. Es ist eigentlich schon ein gewisses Chatdenken. Küche ist irgendwie ein Zeichen für Herd, ein Zeichen für Kühlschrank, für Töpfe. So, nur dass der das versteht, das sind Bilder, das sind ganz Abstrahierungen für ein Prinzip, wie du selber funktionierst. Und glaub ja nicht, dass sich das irgendwelche gescheite Menschen in der Vergangenheit ausgedacht haben. Die musst du dir jetzt erst in die Vergangenheit denken, weil wir haben ja nur das hier. Wir haben doch nur das. Es ist da oder rot geschrieben da, geschlossen. Aus dem kommt alles. Und dann tauchen nur Facetten auf, kleine Spritzer, Gedankenwellen. Das kann man jetzt schon mit der früheren Transformation in der Physik wieder zeigen. Am liebsten sind mir Physikbücher, weil die am genauesten sind. Aber du musst alles vergessen, was Physiker dir erklären, was die Zeichen bedeuten. Gut, dann machen wir das weg. Machen wir das weg. Das reicht, glaube ich. Das wäre jetzt alles interessant, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, wir machen das einmal in Französisch, Deutsch erkannt. Lassen wir hier mal, das schauen wir uns noch schnell an. Das war nämlich mein Ausgangsding. Ich habe versucht, dass der Kontext relativ gleich bleibt. Und dann habe ich hier die Worte minimal variiert. Französisch, Franzosen haben wir da. Und jetzt pass auf, das ist jetzt vom Übersetzer. Und jetzt fahre ich das wieder rüber. Und dann lassen wir es wieder deutsch machen. Ein Bewusstsein wird nun mit einer zeitlichen Abfolge von Klängen konfrontiert. Jedes dieser Geräusche. Ja, eins habe ich noch. Bisschen ist noch das. Ich weiß nicht, wie so Ausgang ist. Bisschen geht noch. Bis zur Pause werden wir es noch schaffen. Jedes dieser Geräusche wird jetzt von einem mysteriösen Geist wahrgenommen. Das Durchdenken dieser Buchstaben erzeugt momentane Geräusche in Wahrnehmung des Bewusstseins. Hinweis, es geht um verschiedene Klänge, um verschiedene Wörter. Öffne deinen spirituellen Fokus. Bla, 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 bla. Das war jetzt ziemlich gleich mit der Ausgangsbasis. Das ist ziemlich gleich. Aber weißt du, dass ich fast 2 Stunden gebraucht habe, hier mit den Worten zu spielen, dass es ziemlich im Kontext gleich ist? Das, was ich zuerst, das war das ja. Dass das gleich war, weil das Bewusstsein schon, das Bewusstsein hinzukriegen ist, weil ich jetzt erst mit Geist, ein bewusster Geist, dann kommt immer Verstand und so weiter und so weiter. Gut, Prinzip ist verstanden, kann man wegmachen, kann man wegmachen. Was habe ich jetzt da noch? Jetzt können wir hier rein. Das schauen wir ganz kurz, das wollte ich euch zeigen, die Erscheinungen. Und dann komme ich jetzt auf ein Gespräch, was ich dir erklärt habe mit den Schichten, was noch mit reinwirkt. Ich wollte bloß, weil ich das jetzt geöffnet habe, gerade noch Erscheinung, habe ich gesagt, das ist jetzt hier aneinander, die Wörter schauen wir uns jetzt nacheinander an. Die habe ich gerade jetzt, kurz, dass ich nicht so viel eintippen muss, dass wir Zeit sparen, habe ich jetzt dieses erste Wort, das da steht. M-Chasa. Das heißt vom Chasa, M als Vorsilbe gelesen, das ist eine Erscheinung, ein Fenster, Fensterrahmen, Gesicht, Geschichte, die Lichtöffnung, ein Diadestück, eine Vision. Das ist das, was du in den gängigen Wörterbüchern findest. Das grün geschriebene ist von der Isaac Luria Akademie in Rotterdam. Das sind jetzt wirklich jüdische Kabbalisten, die hier in der Tora diese Wörter übersetzen. Und das ist jetzt bei denen, all das, diese Möglichkeiten sind möglich. Gesicht, Traumgesicht, Vision, da ist jetzt das Brust und das Bruststück, was gleich sehen. Schaugeschicht. Und jetzt kommt hier das nächste, das ist die Unterform des Chasa ohne M, weil M als Vorsilbe heißt von. Und das heißt zuerst einmal Brust, das ist die Brust. Und es heißt auch im Geiste sehen, selbst im Langenschein. Schauen, sehen, sich ansehen, aussehen.
Vorhersagen, zusehen. Was hat es mit der Brust zu tun? So oft erklärt in Vorträgen. Diese Brust, Chasa, ist die männliche, der Brustkorb. Dieser Brustkorb, das ist die Brust und der symbolisiert mit den Rippen, Rippen ist ja auch die Zeller, das Herausgenommene, das ist das Rechte und das ist, was da oben ist, ist nur etwas größer. Darum nennt man den Brustkorb auch medizinisch, wie nennt man den medizinisch? Der Thorax. Thorax. Thora ist die Reihe. Thora, das hebräische Wort Thora heißt Reihe. Reihe heißt Spiegel, eine Spiegelwahrnehmung. Und das da drinnen in der Mitte ist das Sternum. Stimmt es? Mein letztes Medizinstudium ist schon ein wenig länger her. Da haben wir noch nicht geglaubt, dass der Mensch dadurch erzeugt wird, dass man den Samen in die Frau reinspritzt. Okay, jetzt wenn ich die Rippen mache, die Zellas mache, der Aufbau der Rippen, das ist ein reines physikalisches Matrix-System. Das heißt, im Hintergrund, die Vorstellungen, die du kriegst, ist eine programmierte Struktur im Hintergrund mit den Namen. Das kann ich immer nur sagen. Es ist ein Programm. Es ist wirklich eine Matrix. Und das ist in Ansätzen seit dem Film Matrix ja da. Aber all die, die reden, die Welt ist ja nur eine Matrix, sind trotzdem nur tiefgläubige Materialisten. Am ganzen Reden merkst du das. Das sind Spinner. Weil sie das, was sie selber reden, gar nicht für voll nehmen. Wenn ich immer sage, Buddy Jesus, das kann man sogar wissenschaftlich beweisen. Aber ansonsten ist die Wissenschaft scheiße. Es ist immer dann gut, wenn man es braucht. In Ich bin du ganz am Anfang sage ich, wenn du jetzt deine Traumwelt als Ganzes, als Komplex anschaust, so wie du eine Kugelwelt, dass ich dir jetzt zuspreche übrigens, darum hast du das, dann wirst du feststellen, es gibt in deiner Welt bloß eine Weltreligion. Und die Weltreligion heißt Patriarchismus. Weil egal, ob du ein Moslem bist, ob du ein Christ bist, du glaubst, dass du sterblicher Trockennasenaffe bist, dass du vom Vorfahren abstammst. Du kannst natürlich jetzt eine andere Spur gehen, der Jesus war, und sagen, wahrlich, ich sage dir, ja, Abraham war ich. Der sagt nicht dazu, der ist ja nur, weil ich ihn jetzt denke, hier, im Jetzt. Weil er immer bloß von unten nach oben sehen kann, aber nicht von unten nach oben. Was er da nicht macht, dass das für ihn selber ja auch gilt. Ich denke an mich auch. Da muss ja einer da sein, der mich ausdenkt. Aber sobald einer da ist, der mich ausdenkt, muss einer da sein, der sich den ausdenkt, der mich ausdenkt. Aber es muss jetzt einer da sein, der sich den ausdenkt, der sich an ausdenkt, der sich an ausdenkt, der dann mich ausdenkt. Und ich denke mich an das. Aber wer denkt sich dann den am Ende der Kette aus? Ich. 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 Drum brauchst du diese vier Ich. Wenn ich Ich sage, meine ich diesen Körper? Meine ich mit Ich den Menschen, der schon vom Säugling bis zum Greis verschiedene Körper beinhaltet als Kollektion und auch alle anderen Menschen, die ich mir ausdenke? Jetzt kommt nämlich diese Spaltung von den Menschen, die ich mir ausdenke, innerhalb dieses Zeitraums meines Lebens, sage ich zu einigen Personen, zu einigen Körpern, das bin ich, und zu allen anderen sage ich, das bin ich nicht. Aber es ist den, der ich zu sein glaube, den ich mir denke, wenn ich mir jetzt den Hubi ausdenke. Und der ich zu sein glaube, wenn ich an den Udo denke. Es sind beides Gedanken von mir, die von mir erschaffen werden. Aber da kommt schon diese große Falle, dass ich sage, der Hubi bin ich nicht und der Udo bin ich. Und das wirft Probleme auf die ganze Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Gittchen wäre, ich komme halt nicht mehr zum Arbeiten, ich würde den ganzen Tag an mir rumspielen. Insider verstehen den Witz. Aber natürlich nur wieder, wenn ich dieses Programm habe. Wenn ich dann wieder das Programm von meinem Erich habe, wo ich erzählt habe, dann wird es mich gruseln, wenn ich sie anfassen müsste. So ging mir mein Programm aus. Der Sinn des Lebens ist, dass du dir bewusst machst, wie dieses Glauben in dir funktioniert. Aber das kannst du erst machen, wenn du ein anderer bist, wie den du beobachtest. Weil du kannst ihn nicht selbst in die Augen sehen. Du musst förmlich jetzt verrückt werden, und da sagt man, der steht ja neben sich, jetzt drehen wir das rum, du musst dich neben dich hinstellen und dich beobachten. Und zwar vollkommen wertfrei. In dem Moment, wo du dich beobachtest, und das wirkt das Programm noch, und das zeige ich euch jetzt. Das Chasa ist klar. Jetzt können wir hier noch, die zippe ich jetzt nur an, dann kommt als nächstes, das sieht fast gleich aus. Habt ihr das gesehen? Der Unterschied ist, das ist ja hier und beim anderen vorher war das zu. Das heißt, fantasieren, wachträumen, lesen, dieser da, und das letzte, was gestanden ist, das ist dann die Aufdeckung, steht, es beginnt mit Gall. Gall ist die Welle. Die Welle ist eine aufgespannte Intellekt. Wenn wir jetzt unten reingehen. Geistiges Licht und das ist Gehirn, aufgespannte. Das heißt jetzt, das als Ganzes heißt ja Welle.
dieses geistige Licht rot gelesen, blau gelesen, ist dann Verstand, des Verstandes Licht, das wird, ist ein aufgespannter Intellekt. Das ist nämlich aufspannend und J steht blau für Intellekt. Und dann kriegst du Erscheinungen, dann wird was aufgedeckt. Jetzt haben wir dann schon Gat, Act. Gat ist übrigens Jupiter. GD heißt Jupiter. Der Act jetzt und das ist A, U, F, F ist B. Auf ist der Schöpfer, UB, der jetzt als geistiger Öffner zum Jupiter, J, U, B ist Ida, fängt zum Iterieren an und dann wird es gedeckt, wird es Act. Klingt im ersten Moment total un. Wenn du die Grundlagen hast, wird es schlafwandlerisch. Ne, BC? Dann ist man dabei. Gut, weg damit. Den können wir auch wegmachen. Und jetzt kommen wir dann, weil wir wollen doch irgendwann einmal zu den Fragenkategorien kommen. Jetzt, das will ich jetzt bloß durchgehen. Diese Erscheinung, das ist das, was schon Information ist, was auftaucht. Jetzt im Moment ist das auch alles Information, weil du denkst dir das aus. Das ist eigentlich alles hier. Könnt ihr folgen? Und jetzt machen wir zwei Schritte. Die blauen Ichs, dieser Körper ist natürlich hier. Jetzt musst du wissen, dass der Körper hier erscheinen kann. Muss hier in der Maske, im Display des Videobeamers, muss der Körper ein zweites Mal sein. Dieses Ich symbolisiert die Persona. Ich sage die Person, Person heißt Maske. Parallel dazu, das müssten wir jetzt wieder die Wörter anschauen. Das heißt nämlich Maske ist immer ein Videobeamer-Beispiel. Achte mal auf das Wort, nur wieder die Aussprache, wenn wir das jetzt übersetzen müssten. Bi heißt auf Hebräisch in mir und mehr. Bi mir, in mir ist das mehr. In dem Videobeamer haben wir eine Maske, das ist die Projektionsmaske. Da wäre jetzt auf dieser Maske, wäre praktisch deine Persona und die wird dann hier projiziert, das hast du, ich denke jetzt an mich. Gut, das hängt zusammen. Jetzt gehen wir einen Schritt her. Was die Maske hier projiziert, uns interessiert einmal nicht das, wird bestimmt von dem großen Ich, das ist das Konstrukt, Wert und Interpretationsprogramm, das ist das Buch. Das heißt, solange dieses Buch läuft, werden dann hier diese Masken verschiedene Erscheinungen aufwerfen. Die Masken in dem Fall sind, das Buch ist der Säugling bis zum Greis und die Masken ändern ja laufend 16-Jähriger, 20-Jähriger, 30-Jähriger und dementsprechend hast du andere Erscheinungen. Wenn du ein 6-Jähriger bist und du stehst vorm Spiegel, wird da ein 6-Jähriger erscheinen, in den Spiegel reinschaut und einen 6-Jährigen sieht. Wenn du ein 30-Jähriger bist, siehst du hier dich selber als in deinem Traum als 30-Jährigen, den Spiegel reinschaut und einen 30-Jährigen sieht. Bestimmt wird es von dem Programm. Jetzt kommt aber der Sprung von dem roten Ich, das rote Ich. Das ist jetzt schon Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, alles was das Bewusstsein sieht, wird aber von dem blauen Ich gesteuert. Das heißt, solange du als rotes Ich, dein blaues Ich, dein Konstrukt Werte und Interpretationsprogramm beobachtest, solange du Geistesfunk, das ist der Geistesfunk und der Geistesfunk, das müsste ich jetzt wegmachen, das hier, der Geistesfunk besteht aus einem ewigen Ich, das ist der Leser des Buches und den, der im Buch zu sein gleicht und das Buch, das er in der Hand hat. Verstanden? Dieses Bewusstsein ist violett, beziehungsweise Purpur, das ist, jetzt müssen wir ins Farbenspiel reingehen, die Purpurlinie. Das ist im Farbkreis, kommt es von unten wieder hoch. Das heißt, wenn ich mich jetzt beobachte und ich lege den Fokus nicht mehr daher, das ist ja normal, was du machst, weil du hast ja gar nicht gewusst, dass du die Ursache bist. Erst jetzt wird dir durch mir bewusst, dass dein Ich diese Sachen macht. Das macht die Sachen. Und das ist nicht da außen, unabhängig. Du meinst, es ist alles da außen und du siehst es. Das erzählt dir die Welt und das drehen wir jetzt um. Verstanden? Ungefähr? Das heißt, dieses Ich, alles, was du siehst, bestimmt dieses blaue Ich, das Buch, das du liest und die Seite. So ungefähr. Wenn du jetzt dich beobachtest, ich sage dir, der Sinn des Lebens ist, dass du erst einmal durchschaust, wie du funktionierst. Und du hast natürlich noch andere Ichs, weil nämlich andere Ichs auftauchen, aber wo du nur von den Bildern konstruieren kannst, was glaubt ihr eigentlich? Das sind schon diese Spekulationen. Du kannst aber als dieses Ich, bist du untrennbar mit diesem Ich verbunden. So wie das Buch, das du aufsteckst, immer mit einer Seite verbunden ist. Du kannst, wenn du zum Lesen anfängst, musst du auf eine gewisse Seite gehen. Und darum sage ich, wenn du auf der Seite 6 bist, siehst du das 6-jähriges Leben. Wenn du auf der Seite 50 bist, siehst du das Leben, die Momente eines 50-Jährigen. Das Buch ist natürlich alles gleichzeitig. Ist dieses Ich, immer mit einem Buch, da gibt es natürlich noch andere Bücher, Mensch, Programme.
Merkt ihr jetzt, wie das funktioniert? Unendlich präzise beschrieben, aber extrem einfach. Das heißt, wenn du jetzt dich beobachtest, da du mit ihm noch zusammenhängst, du kannst dich nicht beobachten als Geistesfunk, ohne deine Beobachtung immer noch zu interpretieren. Ich, blaues Ich, beobachte mich, die können nichts beobachten, das sind nur Programme. Und wenn ich jetzt merke, hey, was bin ich für Arsch, ich bin ein blindes Arschloch, versuche ich mich automatisch zu verbessern. Und dann bleibst du weiterhin ein blindes Arschloch. Ich jetzt, der sich eins drüber, ich denke mir den aus, der sich selber beobachtet, der sich verbessern will. Ich weiß jetzt, ich bleibe ein blindes Arschloch, solange ich mit was nicht einverstanden bin. Darum sage ich, verändere dein Leben nicht. Hör nicht auf, versuch nicht dein Leben zu verändern, lass den Film laufen. Es wird sich massiv verändern, wenn du die Sinnlosigkeit erkennst. Wenn du erkennst, immer wieder dieselben Sätze, wenn du erkennst, dass Ärger an dem, worüber du dich ärgerst, nichts verändert, aber du dich ja nicht schlecht fühlst, weil das passiert ist, sondern weil du so drauf reagierst. Dass Mitleid überhaupt nichts bringt, weil wenn du mit wem mitleidest, der deswegen nicht weniger leidet. Du leidest, du vermehrst Leid. Deine Logik würde sofort sagen, dann bist du ja herzlos. Ich sage, da musst du zuerst verstehen, dass Gedanken von dir nicht leiden können, die können ja keine Schmerzen haben. Wenn du Zahnschmerzen hast, glaub mir, der, der am Arsch vorbeigeht, ist dein Zahn. Und du regst dich auf, weil du das jetzt wegkommen willst, dass der Zahn nicht mehr wehtut, dass er keine Schmerzen mehr hat. Beim Zahn ist es noch klar. Aber es ist nichts anderes, wenn du an einem Menschen, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt an einen Zahn denke oder ich denke an einen anderen Trockennasenaffen? Ja, der Zahn, das ist ja mein Sein, das ist Empathie. Mein Leid. Aber es ist auch dein Leid, wenn du einen mit einem mitleidest. Wie war das? Wie geht's meinem Hasen? Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Ich wusste gar nicht, dass man Schmerzen sehen kann. Das ist eine Interpretation von der Physiognomie. Ihr interpretiert laufen. Was macht Ude immer? Du Arschloch! Drecksau! Drecksau! Ihr interpretiert. Ich bin jetzt schmutzig über Krankheit. Tourette? Das sind so Kleinigkeiten. Das macht aber natürlich nur einer, der die Krankheit kennt. Einer, wenn du am Bahnhof stehst und fängst dann so schmutzige Wörter rauszustoßen an. Ficken! Ficken! Und ich mache mich jetzt übrigens nicht lustig über das, was ich euch erzähle, sondern mir geht es darum, dass du interpretierst. Es geht uns nicht einmal um jetzt, ob Krankheit oder ob der schmutzig ist. Es geht, du bist untrennbar mit deinem Intellekt verbunden und wenn du das beobachtest, wirst du, selbst wenn du jetzt den Intellekt, wie er funktioniert, beobachtet, wieder anfangen, den Intellekt zu interpretieren, in Maßsetzung dieses Intellekts, den du beobachten willst. Habe ich schon gefickt eingeschädelt, oder? Es sind Kreisschleifen. Es ist immer wieder die kybernetischen Schleifen. Das Schöne ist, es ist wirklich alles Hochschulwissen an den Universitäten, die ich mir jetzt ausdenke, denke ich mir das ganze Wissen rein. Ganz perfekt. Das Einzige sind die Erklärungs, wie es erklärt wird, was es bedeutet, ist verkehrt. Zum Beispiel dein Wissen Induktion, Deduktion. Das ist mein Heizkörperbeispiel. Dass ich für die nochmal ganz einfach mache, kybernetische Schleife. Wir können dann auch in die Esoterik gehen, Falada, diese Autopoesie. Esoterik erklären dir dann was. Egal, was dir einer erklärt, komischerweise erklärt dir jeder etwas, was er irgendwann aus einem Buch heraus hat. Bring mir irgendwann, wenn ich den Mund aufmache, ich sag dir, welche Bücher er gelesen hat. Hab da so meine Möglichkeiten. Außer er will jetzt einen Beweis, dann stelle ich mich total dumm. Ich bin also sehr bestrebt als Ude, ich kann nicht einmal Englisch. Bin da, wo sollte ich denn herkommen? Ich bin hier in der 8. Klasse aus der Schule rausgegangen. Unser Englischunterricht hat sich auf, wie ich immer so schön sage, Englisch rudimentär. Guten Morgen, guten Abend, habe ich vergessen mittlerweile. Und Französisch. Wenn mich einer fragt, kannst du Französisch? Oui. Es ist uninteressant. Es soll mal stolz sein, wenn ich das Deutsch deuten kann. Ob ich es dann kann oder nicht kann, ist eigentlich für dich doch vollkommen uninteressant. Du solltest erst einmal die Gedanken machen, was du kannst. Wie war das nochmal? Alle, die reden, die wissen nicht. Und die, die wissen, die reden nicht. Da ist jetzt einer, der schweigsam diesen Schwätzer zuhört davon. Jetzt benutze ich wirklich das Wort Schwätzer für mich selbst. Und der raussappert, kann bloß das sein, was du träumst. Und das ist das, was mir am allerwichtigsten ist. Und dann kommen welche in der Pause und die sind dann fast in einem halben Koller, wenn sie einen halben Meter vor dem Udo stehen und so, du hast überhaupt nichts begriffen. Das ist zwar ganz süß von euch, aber ihr bewundert eigentlich etwas, was ihr selber seid. In einer existierenden Form. Und das ist das Prinzip. Das ist die Hartnäckigkeit.
Und jetzt will ich nicht, dass du dir das abgewöhnst. Was war bei unserem letzten Treffen im Fiegensteier? Komm zu mir. Und dann sage ich, wer bist denn dann du? Und dann sagt er, der Johannes. Falsche Antwort. Du verwechselst dich schon wieder mit deinen Gedanken von dir. Weil gemeint hat, ich habe ihn vergessen. Wie kann ich ihn vergessen? Ohne ihn wird es doch mich gar nicht geben. Zumindest in seiner Welt. So, haben wir das verstanden? Grob. Also nochmal, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, es reicht, wenn du das Prinzip verstehst. Und jetzt ist interessant, das hier, dieses Ich, ist nicht in der Lage, irgendwie dort zu erscheinen, außer sich zu einem Gedanken von sich selbst zu machen. Das heißt, wenn du, Geist, jetzt an dich denkst, dann bist du automatisch die Person jetzt hier, wenn du an deinen Körper denkst, die sich hier befindet. Das ist deine Traumwelt. Du setzt dich selber in deine Traumwelt, die letztendlich nur aus einem ständig ändernden Hier und Jetzt besteht. Diese Traumwelt funktioniert, auch die Naturgesetze. Die musst du übrigens nicht wissen. Der Witz ist, dass du, wenn du was verwirklichst, nicht wissen musst, wie es geht. Du musst es nur glauben. Und jetzt kommt die große Dummheit, die du als normaler Mensch machst. Du denkst dir Gescheide aus, zum Beispiel Physiker, die wissen, wie die Welt funktioniert. Du selber hast null Ahnung davon, aber die wissen das. Und zwangsläufig werden diese Physiker, wo du die Kiste sagst, da ist was drin, aber ich weiß nicht, was drin ist. Das ist wie wenn ich mir jetzt eine Kiste denke. Und ich weiß mittlerweile, in der Kiste ist nur was drin, wenn ich mir was reindenke. Ganz große Fall ist, dass ich mir eine Kiste denke und sage, da ist was ganz was Gescheites drin, das weiß ich aber nicht. Dann machen wir selber blind. Und dann wird dieses Wissen, das du zwar kreierst, aber nichts davon weißt, wird dann bei dir wirken. Das heißt, dass ich jetzt immer sage, dass die Welt, die du dir ausdenkst, baut auf den Gesetzen, deine logischen Gesetzen deiner Naturwissenschaftler aus, die letztendlich Vollpfosten sind, wenn wir es jetzt festgestellt haben. Okay? Das heißt, jetzt wird's wichtig, ich habe wieder Grundlage aufgebaut hier für euch. Du bist jetzt eine Figur hier. Okay? Wenn du kannst immer nur von unten nach oben, von oben nach unten sehen. Ist ein Beispiel, wir können das spiegeln. Ihr wisst, ich sage immer wieder, wo setze ich die Quelle hin? Wenn ich den Ursprung allen Seins in den Himmel hochsetze, den lieben Gott, dann fällt mir was ein. Wenn es El Hayom, Gott, das Meer ist, dann taucht was in mir auf. Genauso ist es, dass ich jetzt sage, hier in der menschlichen Entwicklung kann der Sechsjährige den Säugling denken, aber nicht die Denkweisen vom 18-Jährigen. Also, wenn du jetzt an dich denkst, denkst du dich da als Brösel, du erlebst dich als Brösel, du kannst mich aber nicht wahrnehmen, wir sind hier eins. Was ich jetzt mache, ich lasse dich denken, dass ich mich als Brösel Ude in deinen Traum begebe und wir kommunizieren in deinem Traum. Da wir aber bloß Schatten auf der Leinwand sind, der das erlebt, bist du. Du machst natürlich noch den Fehler, dass du sagst, der bin ich und der andere bin ich nicht, obwohl du dir beide ausdenkst, als der hier. Das macht hier der Fall, glaube ich, hier. Wenn ich mich in deinen Traum reinbegib, dann gelten für den Brösel Udo die Gesetze deines Traums. Das ist das Konstruktprogramm, ist nämlich das hier. Das heißt, wenn du glaubst, du brauchst Geld zum Überleben, braucht der Udo auch Geld zum Überleben. Das musst du zwar nicht unbedingt sehen, oder du glaubst es. Und dann höre ich immer, dass die Leute zu mir, ja, du, von was lebst denn dann du? Und das ist meistens von dir. Fällt mir jetzt wieder ein hier, wo ich in eingeladen war, immer mit der Inge am Golfclub. Und dann haben die immer zugehört am Nebentisch und ist einer neugierig geworden und dann fragt immer, was machst du denn? Und dann sage ich, nix. Ja, du musst doch von was leben. Und dann sage ich, von dir. Na, sagt er hier, ich muss doch irgendwie was machen. Und dann sage ich, nee, ich bin vom Beruf Sohn. Insider verstehen den Witz. Es ist also, es gilt, ich muss essen, wenn ich trinke, muss ich pingeln. Das ist aber bestimmt nicht ich, das bestimmst du, weil diese Gesetze gelten dann für jeden Trockennasenaffen, der in dir auftaucht. Ich kann aber bloß in Erscheinung treten in dir, wenn ich dann eine Trockennasenaffenform annehme. Und jetzt ist wichtig, wenn ich dir was jetzt, Tier von Tier zu Tier, wenn ich dir was erkläre, da mir bloß Schatten auf der Leinwand sind, Figuren in einem Traum, die nichts spüren, nichts verstehen, sondern nur der uns ausdenkt, musst du sehr aufmerksam zuhören, was ich denen erzähle, weil ich das eigentlich bloß dem erzähle. Und dann über diesen Umweg kannst du nach oben sehen. Das ist Philosophie in einem Maß, einer Höhe,
Wo ist eure ganzen Philosophie-Deppen, wenn wir uns die Ohren wegschmeißen, weil die euch bloß erzählen, was Platon und der gesagt hat, was übrigens auch alles an Sinn hat, die war ich auch, aber nicht mit der materialistisch-logischen Auslegung. Da können wir jetzt in Demeos gemeinsam lesen, wie beim Lichter, den du nicht verstehst, und da wird es eigentlich, dass das Kindergartenzeug ist, sehr fundierte Grundlagen, die man das verstanden haben muss. Gut? Weg. Reicht, Fragen? Das hier, das ist eins. Pass auf, das Farbenspiel. Die Farben symbolisieren Sachen. Dass ich jetzt hier, jetzt haben wir natürlich ein Weiß im Hintergrund, das mal weglassen. Wir sagen mal, Gelb steht für Geist. Da steckt das GL, der Geist Gottes schon drin. Der polabert. Wenn der Geist Gottes polabert, der Geist, den symbolisiere ich mit der roten Farbe. Jetzt ist rein zufällig, dass die rote Farbe Rot auf Hebräisch heißt Adam oder anders ausgesprochen ADM. Dieselbe Kette anders ausgesprochen. Gut, das heißt auch Rot. Ganz normal, ist jetzt nicht irgendwie zusammen. Unter anderem. Schau, das ist jetzt Rot, Rot sein Rot, der Mensch. Wichtig, du darfst diesen Menschen, der nach Gottes Ebenbild erschaffen ist, und El Hayom schuf den Adam. Der wird dann schon übersetzt, lasst uns Menschen machen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Adam ist ein Singular. Es gibt nur einen Adam. Du wirst dann übrigens feststellen, wenn der Adam Adam ist, dann ist er Jahwe. Das heißt Rot, Erdboden ist schon eigentlich nicht korrekt, da muss man hin dran setzen. Okay? Was jetzt aber wichtig ist, das haben wir hier auch, dass dasselbe Wort, da ist es noch, ich bin ruhig, stillmäßig, das ist der Tierchenforscher, der in seinem Versteck sitzt und nicht reagiert und bloß schaut. Und der schaut sich seine eigene Eva an, das Wort Eva im Hebräischen, das übrigens schreibt sich in der Bibel Java, sieht es sich fast aus wie der Dachtraum. Hast du das gesehen, wenn du oberflächlich hinschaust? Machen wir dann gleich. Hasa, das ist jetzt die Eva. Dasselbe hast, etwas ausdrücken, aussagen, aussprechen und ein Erlebnis haben. Das, was ich ausdrücke, aus mir herausdrücke, was ich ausspreche, ist eine Vorstellung, die ich vor mich hinstelle und die erlebe ich. Und Gott nimmt aus dem Adam eine Rippe, da steht Zella. Zell heißt Schatten, Geburt von Licht. Das ist jetzt das blaue Licht. Okay, ist eine junge Schlange. Da können wir jetzt, das ist das hier, schau, ist schon die Schlangenwellen mit da. Das ist, mir geht, verstehe das Prinzip nicht, merkt ihr das nicht, geh einfach mit. Und das wird so ein Augenblick, 70 erst Augenblick. Und jetzt kriegst du hier die Rippe, das hast aber eigentlich eine Seite. Und das fängt jetzt an zu hinken und zu summen. Das ist jetzt der Jakob, der anfängt, der hast übrigens, der ist voller Spuren. Er wird dann zum Israel. Israel, habe ich dir gesagt, das ist die Reinheit. Ich spiele mich selber, ich spiele mein Leben euch vor in symbolischen Bildern, jede Kleinigkeit. Und du schmunzelst jetzt langsam und wenn du jetzt das ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Zeit, interessierst, dann geht es dir wie ein Redo, den BC, der hier 25 Jahre sagt, da komm in der Mitte, komm in der Mitte, so bleibst du halt da. Und dann hat er sich halt einmal hingesetzt und dann wird es ein einziges Wunder, die Welt, jede Kleinigkeit, lass mich durch Weißenburg gehen, dann schauen wir nur die Tafeln an, was da steht und wenn du die Grundlagen hast, sagst du, ist der Wahnsinn. Du siehst plötzlich Sachen, die kein Mensch sieht. Und zwar streng, absolut streng, arithmetisch wie ein Computerprogramm aufgebaut. Und jetzt kriegst du zu ahnen, wie groß das ist und dann raubt dir das den Atem, glaubt es mir. Dann würdest du am liebsten auf die Knie fallen und zum Beten anfangen, aber zu wen? Zu dir selber? Das ist das, da beginnt es eine andere Dimension des Seins. Und wenn ich sage immer, du bist ein Auserwählter, begeh nicht den Fehler, dass du meinst, der du zu sein glaubst, ist ein Auserwählter. Der sich das ausdenkt. Und du denkst mich jetzt aus, sonst werde ich nicht da. Die anderen natürlich auch, aber um die geht's nicht. Es geht nur um den, der uns jetzt ausdenkt. Das sage ich mir jetzt immer wieder auf der Brüsselebene. Gut? Und jetzt heißt dasselbe Wort. Kleine Sekunde, willst du Pause machen? Schau, rot-blau. 90 ist der Geburtsgeber. Geber haben wir schon, der Gabriel. Da kann ich jetzt das auch rot machen. Die Geburt vom Bewusstsein kann aber nicht geboren werden, weil das immer ist. Darum habe ich dort das Blau reingesetzt als Raumzeit. In die vier Ecken. Das ist jetzt eigentlich ein, naja, bleiben wir so, dann kommt 30, ist es Licht.
und 70 ist die Quelle. Wenn wir das blau machen, ist es ein Augenblick. Okay? Jetzt passt doch mal auf, was jetzt passiert. Das ist jetzt praktisch, blau heißt es die Geburt eines Lichtaugenblicks. Und das ist immer eine Seite. Das ist dann auch die Rippe, da kennen wir, Rippe ist übrigens immer auf die Grabsteine drauf. Rest in peace. Und das ist dein Wissen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt mit dem eigentlich von meinem eigentlichen Urwissen. Ja, weil ich mache jetzt, ich spiele nur. Jetzt, wenn ich hier die Zeller, das Zell mit dem Schatten allein, das ist die Grundlage des Rot-Blau-Lesen. Ich kann das Rot machen auch. Wenn ich jetzt auch die 70, das 70 ist ja dieses Ain, das kann man unterschiedlich aussprechen. Wir machen mal Ain. Und dann ist es die Hauptwörter, das heißt zum einen im Auge, das Auge, und dasselbe Wort hast du auch Quelle. Darum sage ich, rot ist es die Quelle und sonst ist es, ich mache aus dem Auge dann den Augenblick. Darum ist Zeit kein chronologisches Phänomen, es schreibt sich, es gibt vier verschiedene Wörter für Zeit. Schreibt sich das Ed, das zum Beispiel müsste ich fast den Gematrie Explorer aufmachen, den Denach, zeige ich euch mal was. Na, Leute, da gibt es in einem der Bücher, gibt es halt so hier der Satz, den findet ihr immer wieder, es ist eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und da kommt zweimal derselbe Satz vor. Zweimal diese Phrase in diesem Buch. Aber wenn du das im Hebräischen, es wird bei Luther in allen deutschen Übersetzungen, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, wird in allen Übersetzungen wird es so übersetzt, und wenn du das Original anschaust, müsst doch ein auffallen, dass im hebräischen Original zwei verschiedene Wörter für Zeit benutzt werden. Oder wenn du Mensch liest, ist immer Mensch, egal ob der Adam steht oder ob der Enos da steht. Oder ob Medim da steht, dann sind es die Menschen. Aber die Medim, MT, gestaltgewordene Erscheinung, Yom ist mehr, das mache ich zusammen, das heißt Tod, Tode. Immer wieder, wenn du in den Jordan gehst, ich wiederhole das so oft, weil das wichtig ist, ich wollte deinen Moment noch, wir müssen ganz kurz den Schweigen, den Adam, habe ich da gerade gehabt. Jetzt muss ich zurückgemeint. Das, wenn ich das Schweigen zum Beispiel, schweige, das heißt, ich schau bloß noch. Hast du die Fähigkeit, dich selbst zu beobachten, ohne zu reagieren, wie du reagierst? Dass du irgendwas anschaust, ohne das zu interpretieren? Schau jetzt, du bist jetzt so fokussiert, ich erschaffe jetzt was in deinen Augen, der am Fernseher wird es wahrscheinlich nicht sehen. Pass auf, tschick, Vögel. Wo waren die ganze Zeit? Die können ja eventuell, du wirst merken, das ist dermaßen verrückt, und sofort denkst du, zack, du machst die letzten Minuten leer, Wandervögel, und du legst jetzt dieses Gefühl, das du jetzt hast, weil das immer jetzt ist, drüber, und so hältst du dich in dem Gefängnis fest. Und ich erkläre jetzt ganz einfach, kindlich, wenn du dich beobachtest, du kannst das alles nachvollziehen, das ist so. Wiederholt es immer mehr und das ist so. Und dann reißt sie den Boden oder den Füßen weg, wieder normal gesagt, man gebe mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln, der feste Punkt ist der, der mich jetzt ausdenkt. Und zu dem sage ich, ich bin du. Also gut, ich hoffe, ihr habt mittlerweile mitgekriegt, dass der Geist, der durch den Udo spricht, nicht ganz blöd ist. Und wenn ich sage, ich bin du, könnte ich immer wieder sagen, meinst du, ich tue mir für irgendwelchen Gedanken den Arsch so aufreißen? Das ist Altruismus im negativen Sinn, das ist reines Kaufmannsding, ohne dich wird es mich gar nicht geben. Das ist Bewusstsein. Und jetzt setze für dich selber Gott. Und dann wirst du wirklich ein gläubiger Mensch, der sich selbst in unendlich vielen Facetten erlebt. Und trotzdem jedes Leben mit Genuss spielt. So wie wenn ein Schauspieler sagt, Anthony Hopkins, ich will mal einen Bösen spielen, jetzt will ich mal einen Menschenfresser spielen. Und er wird in der Rolle selber nie vergessen, wer er ist, und er wird auch absolut nicht gutheißen, was er in der Rolle macht. Moral angesetzt, weil es ja nur Lehrfilter sind. Das heißt, das, was ihr lernt, all die Leute sind die besten Lehrer, die ihr habt. Was, wenn die jetzt meinen, ich schimpfe über die Professoren? Nein, die machen euch vor, wie man es nicht macht. Mein altes Beispiel mit dem Golf Pro. Oder die Heidi Klump, super Lehrerin. In vielen Sachen. Für junge Mädchen. Ich meine jetzt, wenn die ihre Modelshow hat und es läuft eine ganz Scheps, dann äfft die nach. Ne? Dass die das sieht, wie sie selber läuft, weil du kannst sie ja selber nicht in die Augen schauen. Und jetzt ist es so, dass all die Leute, die du hast, dir einen Scheiß bauen, das sind deine Lehrer, weil du lernst nicht an denen, die dir vormachen, wie man es, weil wenn du an mir lernen willst als normalen Udo im Alltag, da kriegst du überhaupt nichts mit, weil ich ein ganz einfacher, normaler Mensch bin.
Du lernst bei denen, wo es auf etwas, die verkehrt machen, aber da musst du den Fokus drauf richten, wenn sie aufsprechen, die ganzen Politiker. Da könnte ich übrigens, fällt mir gerade ein, Hutter, wer sagt, Hutter oder Lavatov, was? Physiognomie. Wie die Physiognomie, jetzt mache ich Zeitgeschichte. Und Zeitgeschichte ist wichtig. Ich sage, eure Zeitgeschichte sind Märchengeschichten. Dass du zum Beispiel in der Zeitgeschichte lernst, dass das, was du in die Zeit verstreust, immer zwei Phasen zusammengehören. Es ist weg. Das kleine Blau, ich gehöre zum roten Blau und ich, zwei Schritte, ein großes blaues Ich, ein Programm gehört zu einem Geist, der mit dem Programm arbeitet. So wie das Programm eine Projektionsmaske, eine Persona braucht, das, und die Bilder brauchen die Projektionsmaske. Bilder brauchen die Projektionsmaske, die Maske braucht das Programm braucht die Lampe im Projektor, das wäre jetzt der Geist, der das eigentlich erlebt, und die Lampe im Projektor braucht die Energiequelle, das ist das JCH. Versteht ihr jetzt die Metapher? Das sind so zwei Schritte, die durchlaufen. Und das ist jetzt all das, ist was ausgedankt ist, wir erinnern uns drüber. Wenn wir ins Farbenspiel gehen, das ist reine Physik, dass du merkst, dass es da keine Zufälle gibt. Das Greenwich, der Mittelpunkt des Nullmeridian, das hier im Osten, wo die Sonne aufgibt, das ist gelb, Gel, der Geist Gottes, der labert, weil der das Blau, das hebräische Wort für Blau übrigens heißt Kafchol, dasselbe, was heißt wirklich wie das Weltliche. Da ist, wo das wieder untergeht und das Wort über den Jordan gehen ins gelobte Land. Wie war das nochmal alles, was dir die Leute sagen? Die haben dir erzählt, dein Vater sagt dir, es ist ein Sündenfall, dass die vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Ich sage, nein, der sagt doch ganz klar, wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, dann werden dir die Augen bei dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott, weil du plötzlich das siehst. Und die wollen bloß immer das Gute haben und das Böse wird vernichtet. Jetzt kommt die Wurzel in der Arithmetik. Das komplett bei den ganzen raumzeitlichen Berechnungen, die sind doch auf den Mond geflogen. Wenn du das glaubst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn du brauchst so Geld zum Überleben, dann ist es so. Und dann, was ich dir, aber wenn ich doch was zum Essen will, muss ich an den Supermarkt hin, die geben mir doch nichts, wenn ich kein Geld habe. Stimmt. Und dann die letzte Notlüge ist dann immer noch, ja, selbst wenn ich jetzt glauben würde, dass ich kein Geld brauche, brauche ich doch trotzdem eins. Ich sage, stimmt, das wird immer so sein. Du hältst dich wie ein Hamster in einem Laufrad gefangen, weil du alles verändern willst, bloß nicht deine eigene Logik. Das ist der Test. Das ist so weit, das Greenwich nochmal, da haben wir zuerst das Wort Green, das können wir jetzt hebraisieren und dann kommt Witch. Da habe ich aber zwei Aussprachen. Wenn ich Witch schreibe, das wird ja mit einem T geschrieben und ohne T heißt auch Witch. Was für eine meine ich? Das W-Ich. Which ist W-Ich oder das mit dem T? Das ist übrigens dann, wenn man die Hecke, die Hexe nimmt, das heißt eigentlich etymologisch wieder eine Zaunreiterin. Zau heißt da rausgehen, aber ich könnte jetzt, das kommt immer, du kommst, was hier passiert mit der Fahrersprache, dass jedes einzelne Wort einen Lexikon-Einbrauch hat. Und mit dem Iterieren fächert sich das auf und ich mache den ganzen Artikel, aber göttlich gesehen ist in jedem Wort die absolut präzise Definition reingezippt, wie in einem gezippten Programm. Und das lehre ich mit der Vordersprache. Jetzt ist aber das Problem, dass die Grundlagen haben, rein intellektuell. Die wollen davon nichts wissen, darum muss ich mit solchen Bröseln wie mit euch abgeben. Und jetzt gehst du mal in die Geschichte, das ist vor 2000 Jahren genauso gewesen. Die, mit denen ich reden konnte, die waren eigentlich alles Nichts. Weil die Schriftgelehrten, die Pharisäer und du, die waren ja alles so unendlich gescheit. Die wussten das ja alles viel besser. Die kannst du nicht erreichen. Es bleiben alles Gedanken. Und da ist die Schwierigkeit, wenn ich dir jetzt erklären will, was in einem Physikbuch falsch ist, muss ich in die Kiste mir jetzt erst einmal das rein denken. Das heißt, ich muss dir jetzt erst einmal erklären, was Physiker eigentlich glauben, was für die richtig ist, um dir dann zeigen zu können, was dran nicht stimmt. Jetzt ist die Frage, macht das eigentlich einen Sinn? Weil wenn nicht, können wir es doch gleich sein lassen. Streng, haken wir es gleich ab und wir blättern um. Dann fällt uns aber wieder eine Facette aus dem heiligen Ganzen, wo wir noch nicht angeschaut haben. Das ist also dort, dreht man sich im Kreis. So, und jetzt kommen wir zu den Fragen. Wie viel Zeit haben wir noch? Das reicht, das kann man gleich abklären. Also passt auf. Was ist zuerst da? Geöffnete Schöpfung oder die geschlossene Schöpfung? Hole das Ganze, jetzt kann man das alles wieder hebraisieren in eins, dann habe ich gesagt, das
Die wollten wir uns eigentlich noch anschauen, da sind wir wieder nicht so weit gekommen, weil ich wieder Worte dazwischen erklärt habe. Könnt ihr ja eventuell mal machen, wenn ihr wollt. Was ist zuerst da? Der Denker oder das von ihm Ausgedachte? Der Beobachter oder das von ihm beobachtete Phänomen oder Objekt? Und das ist das große Problem, das wird zuerst, wird deine Logik sofort an dein Vorherdenken. Es ist eine Hierarchie, aber keine chronologische. Wer lächelt zuerst, der vorm Spiegel oder der hinterm Spiegel? Was ist zuerst, der Wellenberg oder das Wellendoll? Wenn ich an die Küche denke, was ist zuerst da? Der Herd oder der Kühlschrank? Das sind die Schöpfungstage. Dieses am ersten schuf er das, am zweiten schuf er das, ist keine chronologische Reihenfolge. Man kann sogar in Büchern nachlesen, dass es im alten Hebräisch keine chronologische Zeit gegeben hat, habe ich oft gesagt. Ist jetzt aus das Buch heraus, das hat einen wichtigen Wert. Es ist eine Aufzählung von Sachen. Wir sagen jetzt einmal, die erste Schöpfungswoche ist dieser Raum. Und jetzt sage ich, es ist da zuerst einmal eine Lampe, es ist eine Tür, das sind Wände. Das zähle ich jetzt einmal wieder, was ich nacheinander aufzähle. Es ist ein Chat wie die Gegenstände, die immer gleichzeitig da sind. Und diese Symbolik, wo ist, dass hier die ersten Verse, die ersten paar Verse, sind eigentlich die ganze Zeit, was ich euch erkläre. Es ist dieses Beroshit, inmitten dieses Kopfes erschafft Gott das Meer, Himmel und Erde. Dann geht's los und es war es Tohu Wabohu. Und es war Finsternis, du hast auch Dummheit, dasselbe hast du übrigens hier wie dein Sinn und dein Gefühl. Und dann kommt jetzt, dass das Meer, die Rakia, ist wer, wird geteilt in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Kommt euch das bekannt vor? Ich erzähle euch diese Geschichte. Und es geht so detailliert, weil das alles gezippt ist. Wenn wir die Worte in den Rückübersetzungen machen, kriegst du einen Klartext, wie ich ihn jetzt spreche. Das ist das Wunder. Und dann musst du jegliche Form von früher abstreichen. Es gibt keine Vergangenheit, solange du meinst, du kannst, du musst die Vergangenheit verändern. Und jetzt schauen wir uns mal unser Deutschland an. Wir machen mal eine kleine Zeitspanne auf. Wir sagen jetzt mal hier, rauschen wir mal runter. So 80 Jahre. Na, mittlerweile muss ich sagen, ja, 80 Jahre ist okay. Wir machen eine Welle, die wohlgemerkt nicht vorher und nachher ist, sondern wir machen eine Grundlage und dann machen wir Spiegelung. Wir denken uns das Deutschland, dann denken wir uns Deutsche und die sind felsenfest davon überzeugt, dass ihnen besser geht, wenn sie schreien, Juden, Ausländer raus. Das ist eine Behauptung und die müssen wir jetzt spiegeln. Denk an die Worte wieder, es ist immer jetzt. Jetzt haben wir wieder Deutsche, die schreien Ausländer raus, raus und Ausländer rein. Mir geht's nicht um die Ausländer, sondern um das Prinzip. Das heißt, es hat sich nur Spiegelung, betrachte die Spiegelung, lass die Moral weg, bitte. Die Moral ist schon wieder ein Filter. Es geht um das arithmetische Prinzip, dass das, was behauptet wird, was Gutes, sich genau spiegelt und danach wird das Gegenteil behauptet. Das ist eine Welle, die gleichzeitig ist. Dadurch löscht die sich aus, wenn du es verstehst. Jetzt wird übrigens argumentiert von den jetzigen Scheindemokraten, die mit Demokratie nichts zu tun haben. Du musst die Fußhoden heben, die freie Meinungsäußerung in Deutschland. Ich sage, wieso lasse ich keine Lieder mehr laufen? Es ist schon länger, wenn ihr wüsstet, wenn dann nicht in Gesprächen, aber Bezi oder der Martin, wenn er da ist, dass die vor in die 80er Jahre, habe ich schon gesagt, 80, 89 ist die Mauer gefallen. Ihr werdet irgendwann einmal begreifen, dass ihr in der Bundesrepublik wesentlich unfreier seid, wie die in der DDR oder im Dritten Reich. Viel, viel unfreier. Jetzt ohne Menschensohn oder was. Dann haben die natürlich, die Jungen lachen dann. Ich sage, der Unterschied besteht darin, die in der DDR wissen, dass sie nicht frei sind. Ihr seid doch viel unfreier, weil ihnen dem Wahn liebt, dass ihr meint, wenn ihr irgendeinen Scheiß kauft, von der Werbung indoktriniert, dass das eure Meinung ist. Das ist dann dafür eine größere Unfreiheit, wenn ich unfrei bin und nicht einmal was, dass ich unfrei bin. Jetzt wird argumentiert, Menschlichkeit, was auch immer. Immer dran denken, das, was du deinen Nächsten tust, ob das jetzt ein Deutscher oder Ausländer ist auf der Brösel-Ebene, was du am Brösel magst, dein Tier magst, magst du dir selbst. Jetzt widerspreche ich mir, aber du kannst Gedanken sowieso nicht wehtun. Du musst raus, das wird wehtun ohne Ende, weil deine Moral klammert sich an den Weidezaun. Habt ihr denn von unserer Vergangenheit überhaupt nichts gelernt? Das würde ich jetzt auch sagen. Das, was ihr lernen solltet, ist, dass man die Meinungen zusammenzählt und nicht, dass man das Gegenteil von dem macht, was man meint, was vorher richtig war, müssen wir jetzt machen. Du bleibst immer falsch. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Vorher haben sie behauptet, es ist ein Kreis, jetzt behauptet, es ist ein Dreieck. Beides ist richtig, weil die Welle ist das hier.
Dann werden falsche Kompromisse gemacht in den Kampf um Standpunkte. Die Parteien. Es geht nur keine Kritik. Nochmal, ich kritisiere nicht. Kritik heißt bewerten. Bewerten, jede Kritik, die einer äußert über irgendetwas, sagt überhaupt nichts aus über das, was er kritisiert. Ein tausendfach erwähnter Satz. Nochmal. Sobald in dir jemand auftaucht, den du beobachtest, der irgendwas anders, was du denkst, oder er sich denkt, weil du das denkst. Was er sich denkt, weil du das denkst. Was er kritisiert. Diese Kritik sagt nicht das Geringste aus über das, was kritisiert wird, aber alles über seine dogmatische Einseitigkeit. Und jetzt kann ich wieder sagen, ich denke hier an meine Gittchen und die hört den Namen Udo Petscher. Und dann denke ich an einen Jan Stefan, den ich noch niemandem gesehen habe, und der denkt auch an den Udo Petscher. Das ist der, der den Zeitungsbericht in Weißenburg geschrieben hat über den letzten Vortrag. Und dann weiß ich, dass das Gittchen vom Udo was anders denkt wie der Jan Jakob. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die den schon seit Jahren kennt und was er macht, beobachtet. Und er ist rein subjektiv mit Vorurteilen, der kann überhaupt keine Schrift von mir lesen, ob nicht ansatzweise. Wenn er sagt, ich behaupte, ich bin Gott oder der neue Messias, da steht kein Zeichen mehr in diesen über 25.000 Seiten. Es kann sein, dass ich in einem Vortrag ironisch, aber das merkt man dann, dass das Ironie ist. Der Hauptkontext ist ganz einfach, ich bin der Gedanke von dir. So baut sich's auf. Und das, wenn du jetzt hörst, wenn du jetzt die Gittchen-Einstellung hast, merkst du, was das für eine Lüge ist. Ich behaupte, dass 99% von dem Zeug, wo du ein Leben lang geglaubt hast, aus denselben Quellen ist, die du nicht in Frage gestellt hast. Darum habe ich vornherein schon gesagt, du musst jetzt erst einmal in Bezug auf deinen Intellekt, deine eigene Erbärmlichkeit bewusst machen. Und das tut verdammt weh, ne, Bodo? Das tut verdammt weh. Weil du immer noch meinst, du müsstest die Macht an andere vergeben oder dann hier, ist ja immer wieder, wenn dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Das Großmachen, sich bewundern lassen, ich bin eine Erleuchtete, ich war ja mit Jesus, Maria, Magdalena. Du, das Wendy Traum in einer Vision wie unser Rainer, da gibt's keine, denn seine Visionen war echt, der hat immer Probleme gehabt, ohne Ende als Betriebswirtschaftsprofessor mit anderen drüber zu reden, weil du willst ja nicht als verrückt gelten. Wenn einer was behauptet, selbst wenn er sagt, ich wurde von grünen Mastmännchen entführt, oder Nash, Beautiful Mind, der schizophren ist und Menschen sieht, die anderen nicht sehen, der hat dann so viel Bewusstsein gekriegt als Nobelpreisträger, dass er mitgekriegt hat, wenn die anderen jetzt den nicht sehen, dann ist es wieder schizophrene Figur. Für den war der trotzdem vollkommen real und da hat er sich sehr zusammengerissen, dann den außer Spitz zu lassen, zu ignorieren. Das Programm ist sehr trügerisch. Also nochmal, eine Kritik sagt nichts aus, eine geäußerte Kritik sagt nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über den einseitig dogmatischen Glauben dessen, der kritisiert. Ich kritisiere nichts und niemanden, ich beschreibe vollkommen wertfrei, was ist. Ich mache mir nicht den Kopf, was ich glauben soll, sondern ich schaue, was jetzt da ist. Und ich mache mir höchstens Gedanken, wo kommt jetzt das her? Und das sind jetzt die drei Fragen, die beantwortet sich immer von selber. Fragen der Kategorie 1, die ihr mir stellt oder euch selber oder an anderen stellt, erfordern zwangsläufig Antworten der Kategorie 1. Jetzt könnt ihr da noch schauen, Kategoria, was das bedeutet. Das ist einmal ein Einreden, ihn schelten, vor Gericht anklagen. Im guten Sinne, schaut, ob ich einen Sinus darüber gemacht, 2N. Das Du ist wohl meist, zeigt dein Auge. Im guten Sinne, dass du es meinst, zeigt dein Auge. Und jetzt kommt dann der Angeschuldigte, das Verbrechen. Und dann kommt Kategorie, ein Vorwurf, etwas, was du vor dich hinwirkst, überholt, was man von einem Subjekt aussagt. Also die Grundlage sind immer diese kategorische Denken. Kategorie 1. Jetzt pass auf, das geht ganz schnell. Das habe ich so lange in die Länge gezogen, da glaube ich, ist Pause, oder? Wie lange haben wir noch? Gut, Kategorie 1 sind Fragen, die du stellst und du willst irgendeine Antwort. Als Antwort erwartest du, dass dir irgendeiner von einem existierenden Ding, es muss nicht jetzt existieren, das ist die Frage, wann hat Cäsar gelebt? Wie ist ein Atom aufgebaut? Wenn wir uns für die Ewigkeit interessieren, das heißt im Klartext, wenn du jetzt anfängst, dich für das zu interessieren, was du selbst bist, wird dir keine einzige Frage, wo du eine vergängliche Erscheinung als Antwort erwartest, weiterbringen. Das heißt, jegliche Frage nach irgendwas, wann was war, wo das war, wo was passiert ist, wie was aufgebaut ist, existiert immer nur, wenn du es denkst, egal wo du das räumlich oder zeitlich oder im Aufbau hindenkst, und das beantwortet niemals die Frage, wer bin ich selbst, was ist Ewigkeit? Wisch und weg. Fragen der Kategorie 2.
Die sind jetzt sehr reduziert. Es ist einfach die Frage, worauf du jetzt endest, nur eine einfache Antwort erwartest. Du fragst jemanden etwas. Ein Musterbeispiel ist der Juri Friedmann bei Interviews. Wie heißt der? Michael Friedmann? Friedmann, wenn dir da Interviews anratet, ist ein unheimlich guter Rhetoriker. Der treibt Menschen in die Enge. Und das ist immer hier, der fragt was. Und er erwartet eine Antwort der Kategorie 2. Ja oder nein? Ich habe Ihnen eine klare Frage gestellt. Ist jetzt das richtig oder ist das verkehrt? Ja oder nein? Egal, welche Antwort du erwartest als Fragesteller, sie ist unvollkommen. Ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Ja, so kann man das, wenn ich jetzt erkläre, muss ich etwas weiter... Nicht schon wieder aus, und ich habe doch eine ganz klare Frage gestellt. Ist jetzt das ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt an einem Tag hell oder dunkel? Merkt ihr, was die Falle ist? Die bringen euch nicht weiter. Können wir schon wieder wegstreichen? Merkst du, wie schnell das geht? Du musst jetzt bloß die Präzision haben. Merkt ihr jetzt, was Weisheit ist? Ich zitiere mal in aller Bescheidenheit einen Psychologieprofessor. Das steht irgendwo in einem Buch drin. Wo es dann kannst nicht an ein Wertgutachten, ob ich verrückt bin. Mit dem bin ich öfters essen gegangen. Der hat dann noch geschrieben, dieser Mann ist eine unendliche Quelle von Inspiration. Und wenn man länger zuhört, er hat mit Sicherheit, er verfügt innerlich offensichtlich mehr wie über ein nur enzyklopädisches Wissen. So, Professor, kann man ausstellen. Wirst du wahrscheinlich unterstreichen, oder? Ohne Psychologe zu sein. Aber das Schöne ist, das kriegst du nur, wenn du selbstlos machst. All das, was ich euch sage, kann ich euch gleich sagen, ihr habt in der Welt damit keinen Erfolg, haltet einfach den Mund. Das ist für den, der mich jetzt ausdenkt. Du kannst kein Geld damit verdienen, dann wird es verlogen. Dann wäre ich schon verlogen. Und jetzt kommt das Entscheidende. These, Antithese, das ist keine Welle, das ist keine Welle. Das ist kein Dorch, hell ist kein Dorch und dunkel ist kein Dorch. Trockennasenaffe ist kein... Und ein ausgedachter Geist oder ausgedachtes Bewusstsein ist auch kein... Rot. Das sind Komplexe, da kannst du viele Fragen stellen. Das ist zum Beispiel die Frage nach dem Warum. Du stellst die Frage, warum? Und da kannst, je nachdem, was jetzt im Hintergrund ist, was du feststellst, du landest letzten Endes immer bei einer einzigen Antwort, weil ich mir das jetzt denke. Warum ist jetzt das da? Warum steht jetzt im Moment in Paris ein Eiffelturm? Wo ist der? Jetzt kommt die Frage nach dem Wo. Wo ist immer hier? Wann wurde in Hiroshima die Atombombe abgeschmissen? Jetzt. Ist immer jetzt. Jetzt denke ich mir, das in die Vergangenheit, ich denke mir das woanders hin, jetzt hast du die Raumzeit begriffen. Die Fähigkeit, einen jetzt von dir erschaffenen Gedanken, Arsch in Affen ist ein vektorlogischer Affe, du bist so lange ein Affe, solange du mit einem Affenprogramm arbeitest. Und das Affenprogramm erzeugt eine Affinität. Das ist die Sprache, ist die Wurzel für alles, wenn man die Worte richtig versteht. Es sind die Fragen nach dem Warum, die beantwortet sich, weil ich das jetzt denke. Wo? Es ist immer hier. Ich kann mir das woanders hindenken. Es ist aber nicht dort, wo ich es mir hindenke, sondern nur in meiner Vorstellung. Achte, wie deutsch, die deutsche Sprache präzise, weil das kann keine andere Sprache der Welt. Jetzt fällt mir da diesbezüglich... Muss den Lautsprecher laut machen. Ja, das war meine große Denker, A.D. Kreis, ich Sprachphilosophie. Ist das gewesen? Warte mal, jetzt weiß ich nicht, was das war. Muss ich ganz kurz schauen, ob das der war. Es gibt die These, die insbesondere in der Linguistik... Das sind jetzt, ich habe Stunden, das sind Hochschulvorlesungen. Ihr werdet wundern, wenn du ansatzweise das verstanden hast, du musst fast nach 2 Minuten abschalten, weil du es nicht mehr ertragen kannst, was die dir an den Universitäten erzählen. Und nicht, weil du jetzt besserwisserisch bist, weil du kannst es nachvollziehen. Du hast es ja auch ein Leben lang geglaubt. Das ist ja alles erforscht. Aber ich wollte jetzt eine ganz Wissenschaftsskepsis, Wissenschaftstheorie. Ah, wir müssen fast nur nach der Pause. Cool. Ja, wir machen Pause jetzt. Ich schaue mal dann kurz, vielleicht, wenn ich Lust habe. Pause jetzt.